Willkommen zusammen zu einer weiteren Vorstellung von noch mehr Screenshots für Dresden Chemnitz. Wir befinden uns im Chemnitzer Hauptbahnhof und sehen hier gerade zwei Baureihen 612, die ihren Weg in den Bahnhof oder aus dem Bahnhof heraus gerade beschreiten. Der Zug hier rechts fährt nach Dresden, der hier links fährt gerade wohl ein nach Chemnitz, denn das müsste, glaube ich, der Chemnitzer Hauptbahnhof sein. Wir sehen auch, die Bahnsteigsinformationssysteme funktionieren. Wir haben die Rush-Hour-Passagiere. Was ganz cool ist, ist, dass die Kupplungen jetzt hier diese Abdeckung haben. Das ist, glaube ich, auch bisher nicht vorhanden gewesen im TSW. Also Hut ab, sehr, sehr coole Fortentwicklung. Hier vorne auch noch ein Dosto, altbekannter Steuerwagen. Da ist jetzt nichts Neues mit dabei. Wir gucken weiter zum nächsten Screenshot. Hier haben wir die 612-160, die eine 143 trifft. Sieht auf jeden Fall ziemlich hübsch aus, muss ich sagen. Gehen wir mal weiter. Na, so. Und sind beeindruckt von diesem Bild, würde ich behaupten. Also wir haben hier Doppeltraktion 612. Die lässt sich also in Doppeltraktion auch fahren. Und das auf einem super schön gestalteten Viadukt. Und davon soll es wohl einige geben. Es gibt auf dieser Strecke wohl die ein oder anderen architektonisch wirklich sehr, sehr interessanten Bauwerke und Gebäude. Unter anderem auch diese Brücke hier, die meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr schön aussieht. Hier vorne stehen wir in Dresden. Zu erkennen hier an diesem Kühlturm, der auch in Dresden-Riesa mit dabei ist. Baureihe 612 in Doppeltraktion fährt gerade hier lang. Wir haben hier eine Drehscheibe. Wir wissen ja, im TSW funktionieren Drehscheiben. Heißt also, wenn man hier es in irgendeiner Form schafft, mit einer Lok runterzufahren, kann man auch seinen Unfug hier treiben. Ja, gehen wir mal weiter und gucken uns mal den vielleicht schönsten Screenshot bisher an. Also hier muss ich, glaube ich, nicht viel erklären. Das ist einfach der Wahnsinn, oder? Also hier diese Felsformation, dieses Gebäude, die Brücke, das Wasser. Das sieht einfach wirklich sehr, sehr stimmig aus. Hier auch wieder eine Doppeltraktion nach Nürnberg. Okay. Nach Nürnberg geht's. Hier vorne noch interessant, diese Brücke oder was auch immer. Gucken wir uns dann an, wenn wir die Route haben, die übrigens dann wohl im Januar erscheinen wird. Im Dezember wird sie nicht erscheinen. Hier haben wir etwas, was wir vorher so nicht erwartet hätten, nämlich eine Baureihe 363, eine V60, nämlich die vermutlich aus Dresden-Riesa, die hier ein Layer bekommt. Das bedeutet also, die Lok wird nicht mitgeliefert, denke ich zumindest, sondern man muss Dresden-Riesa besitzen, um mit der 363 hier gewisse Rangier- oder Zugfahrtaufgaben erledigen zu können. Mit dabei sind auch Habinzwagen. Ob das dieselben Habinzwagen sind wie immer, nämlich die von DB Railien sind es, glaube ich, oder ob das andere Habinzwagen sind, was möglicherweise sein könnte, da diese Wagen etwas dunkler sind als die ursprünglichen Habinzwagen, die wir im TSW haben, weiß ich letztendlich nicht. Also ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht dieselben Habinzwagen sind von DB Railien oder ob das vielleicht sogar andere sind. Das lässt sich halt hier einfach wirklich nicht besonders einfach ausmachen. Da müssen wir auf noch mehr Screenshots oder Previews warten. Hier vorne auch noch eine 143 und zwei Dostos. Wir gehen weiter und sehen hier, anscheinend gibt es eine neue Lizenz am TSW, nämlich Railpool hat seinen Weg in den TSW geschafft. Zu sehen die 185.6 von Railpool. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool. Die wird dann wohl anscheinend mitgeliefert werden. Ja, also die bekommt man dann, dafür muss man keine andere Route besitzen, keine Lok oder sonst irgendwas, sondern die wird praktisch mit der Route Vanilla mit dazu geliefert. 185.6 von Railpool, die hier mit ihren Autotransportwagen an dieser Schrebergartenkolonne vorbeizieht, die übrigens auch sehr, sehr schön ausgestaltet ist. Ne? Also hier auch schön mit den Pflanzen im Wasser und dem Gras und so. Also wow, Daumen hoch. Hier vorne eine S3 nach Tarrant, bespannt mit der 143, die hier schiebt. Da hinten dieser Kühlturm. Hier noch ein Stellwerk. Das Großstadtbild nun von Dresden. Das kennen wir ja schon soweit eigentlich. Hier haben wir jetzt aber einen Screenshot, der es in sich hat.
Es gibt neue Personenwagen. Wir befinden uns hier in Freital-Heinsberg und hier hat eine Schmalspurbahn ihr Zuhause. Ich weiß leider nicht mehr ganz, wie sie heißt. Ich glaube, die Weißeritztalbahn oder so heißt sie. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und hier stehen anscheinend auch diese Personenwagen, die meiner Meinung nach so ein bisschen aussehen wie Donnerbüchsen. Aber ich glaube, Donnerbüchsen ist die Bezeichnung für die Normalspurwagen. Das sind eben Schmalspurwagen. Ich weiß nicht, wie die jetzt heißen. Ich nenne sie jetzt einfach mal Donnerbüchsen unter Vorbehalt. Falls das jemand besser weiß, gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie sie tatsächlich heißen. Das sagt mir Folgendes. Ich glaube nicht, dass man sich den Aufwand macht, hier wirklich komplett neue Personenwagen zu bauen, nur damit die als Szenerie hier rumstehen. Mir sagt das viel eher, dass wir wohl vermutlich irgendwann eine Schmalspur-Dampflok bekommen werden, mit der wir diese Wagen hier dann auch fahren können, beziehungsweise die dann ziehen können. Alles andere würde für mich keinen Sinn ergeben. Ich glaube schon. Wir bekommen eine Schmalspur-Dampflok im TSW. Oder was denkt ihr? Weil, ganz ehrlich, also würde man sonst diese Wagen extra für bauen? Nein, man hätte das hier einfach leer gelassen. So wie in Radebeul, da bei Dresden-Riesa. Da gibt es ja auch einen Schmalspurabschnitt, aber da stehen halt auch keine Personenwagen rum. Hat sich auch keiner die Mühe gemacht, da nochmal extra Wagen hinzustellen. Ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht miteinander zusammenhängen könnte. Cool wäre es auf jeden Fall. Ich hätte mir zwar eher eine Normalspur-Lok gewünscht, eine Normalspur-Dampflok, ehrlich gesagt, hätte ich cooler gefunden, aber ja, auch cool, auch nicht schlecht. Also habe ich nicht erwartet. Interessant auf jeden Fall. Donnerbüchsen, nice. Und hier der letzte Screenshot, eine 612, die sich hier schön in die Kurve legt. Um bis zu 8 Grad kann sich dieser Zug neigen. Wir werden da auf jeden Fall auch mal eine Passagiermitfahrt machen und das auch mal zu erleben. Auch zu beachten sind hier wieder diese wirklich sehr, sehr schön ausgestalteten Felsformationen an der Seite. Also die Route scheint wohl wirklich tatsächlich qualitativ, szenerietechnisch echt top-notch zu sein. Das war Dresden-Riesa ja auch schon und ich glaube, das ist ein hammermäßig gutes Niveau, das wir mittlerweile im TSW haben und da bin ich auch sehr froh darum. Gut, wie findet ihr die Screenshots? Wie fandet ihr unter anderem die Tatsache, dass wir Donnerbüchsen haben, die Tatsache, dass es eine neue Lok gibt, beziehungsweise jetzt Raypool auch im TSW geschafft hat und dass die 363 ebenfalls im TSW zu sehen ist? Wie findet ihr das? Was haltet ihr davon? Erzählt es mir gerne in den Kommentaren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.